Hallo und herzlich willkommen hier aus Kroatien. Mein Name ist Falk Willi Wild. Ich weiß, Kroatien gehört jetzt nicht zu den Geheimtipps, aber es gibt hier Gegenden, die sind fast noch wie im Dornröschenschlaf. Trogir hier zum Beispiel. Mittelalterliche Bauweise, eine spektakuläre Landschaft, die man zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit dem Boot erkunden kann. Und natürlich die mediterrane Küche mit ihrer tollen Vielfalt. Na, Lust bekommen? Dann begleiten Sie mich doch auf meine Erlebnisreise durch Trogir. Ich würde mich freuen. Westlich von Split in Mitteldalmatien liegt Castella, benannt nach Kastellen, die im 16. Jahrhundert die Angriffe der Osmanen abwehren sollten. Hier befinde ich mich auf der Straße der Kastelle. Und hier gab es im Mittelalter sage und schreibe 13 von diesen Festungen. Und um eine Gegend besser kennenzulernen, bietet es sich an, sich ein Fahrrad auszuleihen. Und genau das, das mache ich jetzt. Sieben dieser Kastelle gibt es heute noch. Eins davon ist das Kastell Stafilić, erbaut 1508 und Ursprung für den späteren gleichnamigen Ort. Im benachbarten Kastell Stari, dem alten Kastell, bildet der neue Hafen mit seinen zahlreichen Liegeplätzen einen interessanten Kontrast. Das eigentliche Wahrzeichen von Castella ist dieser 1500 Jahre alte Olivenbaum. Er ist so groß, dass ich mich in ihm verstecken kann. Sogar gemeinsam mit Gästeführerin Natascha. Sie kennt den Baum in- und auswendig. Wow, Natascha hat mir gerade erzählt, dass dieser Baum hier keine Hauptwurzel hat, sondern ein Wurzelsystem, was sich über 100 Quadratmeter her erstreckt. Das finde ich beachtlich. Und auch der Stamm dieses Naturdenkmals beeindruckt. Der Umfang misst 6 Meter. Und der Zahn der Zeit hat auch an ihm seine Spuren hinterlassen. Vergänglichkeit und neues Wachstum. Der Lebenszyklus komprimiert in einem einzigen Gewächs. Nun bin ich gespannt, was mich sonst noch alles auf meiner Tour erwartet. Das Kastell Vituri ist das größte und besterhaltenste Kastell in Castella. Hier erwartet mich schon sehnsüchtig Sandra. Hallo. Wow. Sandra ist in die historische Rolle der Dobrila Vituri geschlüpft. Denn diese Wehrmauern hüten das Geheimnis einer verbotenen Liebe zweier junger Leute aus verfeindeten Familien im 17. Jahrhundert. Also Romeo und Julia auf Kroatisch. Das Obergeschoss der alten Festung ist heute Heimatmuseum. Wie lebten die Adligen damals? Wie waren die bürgerlichen Häuser eingerichtet? Ein letzter Gruß an das Burgfräulein und schon bin ich weg. Im Hinterland erwartet mich der biblische Garten. Mit diesem Kirchlein aus dem 12. Jahrhundert fing alles an, wie mir Carlo erzählt. Auf 12.000 Quadratmetern wachsen hier Pflanzen, die bereits in der Bibel erwähnt sind. In dem kleinen Weingarten wächst eine ganz besondere Rebe. Es ist der Grilniak Castellanski. Also in Kalifornien heißt der Zinnfandel, in Süditalien Primitivo. Aber die Rebe stammt ursprünglich von hier aus Castella. Ich genieße die dalmatinische Gastfreundschaft. Die Wanderführer Snjezana und Slaven haben mich zu einem kleinen Verdauungsspaziergang eingeladen. Wandern gehört hier in der Region zu den touristischen Hauptfreizeitaktivitäten. Nebelschwaden am Aussichtspunkt Malatschka. Doch weiter unten klare Sicht auf Castella. Ein schöner Abschluss des Tages. Ich bin jetzt hier in Trogir und treffe gleich den Gästeführer der Stadt, Milan. Seine Familie lebt schon seit 400 Jahren in dieser Stadt und ich glaube, wenn er nicht etwas über diese Stadt weiß, dann weiß ich es auch nicht. Hallo Milan. Ja. Ich bin der Willi, hallo. Ja, guten Tag. Hoch oben auf dem Stadttor thront der heilige Johannes.
Schutzpatron von Trogir. Die historische Altstadt ist seit 1997 UNESCO-Weltkulturerbe. Erste Station für uns ist das Stadtmuseum. Im Innenhof sind Großexponate ausgestellt. Hier empfängt uns ein venezianischer Löwe. Knapp 400 Jahre hatten die Venezianer das Sagen hier in Trogir. Wir haben uns Baumwollhandschuhe übergezogen, denn wir wollen uns jetzt etwas ganz besonders Wertvolles näher anschauen. Ach Milan, schau mal. Das ist jetzt diese erste gedruckte Satzung für Trogir aus dem Jahre 1708. Ja, genau. Toll. Und in dieser Statue schrieb, dass Trogir schon 1271 eine Stadtapotheke hatte. Aha. Man nimmt an, das ist die erste Stadtapotheke in Europa. Und nach dem Statut. Stadtbeamte, die waren bezahlt, sind der Arzt, der Apotheker, ja, Staatssekretär, Straßenfeger und Nachwächter. Und das ist alles hier drin geregelt? Schreibt durch. Wunderbar. Trogir ist die Stadt der kurzen Wege. Paläste, Wohnhäuser und Kirchen aus Romanik, Gotik, Renaissance und Barock liegen dicht beieinander. Wie die Cafés auf dem Hauptplatz des alten Zentrums, benannt nach Papst Johannes Paul II. Neben dem Rathaus ragt der Glockenturm der St. Laurentius-Kathedrale 50 Meter himmelwärts. Für den Bau der insgesamt 4 Stockwerke gingen fast 2 Jahrhunderte ins Land. Wir betreten die Kirche über das westliche Hauptportal. Es ist ein filigranes Meisterwerk des Bildhauers Radovan aus dem 13. Jahrhundert. Das wuchtige Chorgestühl aus Nussholz vor dem Hauptaltar. In der Seitenkapelle hat der heilige Johannes seine letzte Ruhestätte gefunden. Nur einen Steinwurf von der Kathedrale entfernt liegt das Benediktinerinnenkloster St. Nikolaus. Es stammt aus dem 11. Jahrhundert. Im Innenhof lohnt ein Blick nach oben. Begrünte Balkone, umgeben von gotischen und romanischen Fenstern. Das Kloster besitzt die berühmte Kairos-Sammlung. Hauptwerk ist ein hellenistisches Marmorrelief aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, auf dem Kairos, der griechische Gott des günstigen Zeitpunkts, dargestellt ist. Durch ein anderes Stadttor verlassen wir die historische Altstadt und sind am Wasser. Hier will mir Milan ein weiteres Highlight zeigen. Der alte Hafen ist die Flaniermeile von Trogir. Und dort hinten ist sie, die Festung Camerlengo. Sie entstand im 15. Jahrhundert, als Trogir zur Republik Venedig gehörte. Der Name Camerlengo bezieht sich auf den Titel eines hohen venezianischen Verwaltungsbeamten, des Kämmerers. Über eine abenteuerliche Treppe erreichen wir die oberen Gefilde und haben einen tollen Blick auf Trogir. Okrug im Westen der Insel Giovo ist der größte Urlaubsort der Region. Und selbst wer Ruhe sucht, findet hier zahlreiche idyllische Buchten, die etwas abseits liegen. Wer sich aber ins Getümmel stürzen will, ist am sogenannten Copacabana Beach an der richtigen Adresse. Der langgezogene Strand mit feinem Kiessand ist gleichermaßen bei Einheimischen und Touristen beliebt. Sportlichen Aktivitäten sind hier keine Grenzen gesetzt. Im südlichen Teil von Okrug, in einer schönen Badebucht, befindet sich das Tauchzentrum von Mickey.
Mit seinem Team bietet er mehrstündige Touren zu den nahegelegenen Tauch-Hotspots an. Das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Gute Vorbereitung ist das A und O beim Tauchen. Das Equipment ist recht umfangreich. Jeder erhält seine Tauchausrüstung. Ein letzter Check der Sauerstoffflaschen. Funktioniert der Atemregler? Okay, dann kann's losgehen. Das Gewusel im und vor dem Boot löst sich schnell auf. Ein letzter Gruß, dann heißt es, Leinen los, wir legen ab. Schon die Bootstour selbst ist ein Erlebnis. Die Vorfreude steigt. Bald haben wir die Fischgründe erreicht. Nur wer selbst einmal getaucht und geschnorchelt ist, kann nachempfinden, wie herrlich es ist, sich in dieser Unterwasserwelt zu bewegen. Ein ganz anderes Terrain betrete ich am Nachmittag. Oben in den Hügeln von Okrug sind die Quadfahrer unterwegs. Sie bewegen sich am liebsten jenseits asphaltierter Straßen. Je unbefestigter eine Schotterpiste ist, umso besser. Und der Ausblick von hier oben runter aufs Meer, einfach grandios. Ich muss zugeben, es macht mega Spaß. Solche Aktivitäten in der Natur haben die lokalen Behörden genehmigt. Wo ist das sonst noch möglich? Jetzt habe ich Benzin im Blut. Bevor es in den wohlverdienten Feierabend geht, genehmige ich mir noch ein paar Runden Jetski. Das ist genau der richtige Ausgleich zum Quad. Und hier kann ich mal so richtig Gas geben. Mit Snyezana habe ich mich am Abend in der Beachbar Vagabundo verabredet. Mit seinen zahlreichen Restaurants, Cafés und Bars entlang der Promenade ist der Copacabana Beach ideal für einen Sundowner. Wir genießen nicht nur die farbenfrohen Cocktails, sondern auch einen herrlichen Sonnenuntergang. Ich bin heute extra früh aufgestanden, um hier im Hafen von Sackett auf die Fischer zu warten, die hoffentlich mit ihrem großen Fang nach Hause kommen. Ich bin gespannt. Mit etwas Verspätung läuft der Kutter kurz nach 8 in den Hafen ein. Die Fischer werden bereits ungeduldig erwartet. Hat es sich gelohnt? Ja, es war ein guter Fang. Der Bordkran hieft ein Dutzend Container an Land, randvoll mit bereits runtergekühlten Sardellen. Insgesamt 6 Tonnen. Ich würde sagen, der Fang hat sich gelohnt. Eine große Begeisterung für Vögel, für die ganzen Gäste hier und natürlich für die Restaurantbesitzer, die sich jetzt hier ihren Fisch abholen. Frisch. Ich will den Vormittag nutzen und habe mir vorgenommen, einige Höhenmeter zu absolvieren. Hier im Hinterland von Sackett gibt es wunderbare Wanderwege, wie zum Beispiel hier den Napoleonweg. Anfang des 19. Jahrhunderts besetzten die Franzosen auch dieses Gebiet und schufen die Infrastruktur wie Straßen und Wege, die man heute noch nutzen kann. Auf dem Gipfel des Berges Sotilia, in 300 Metern Höhe, erwartet mich das Kirchlein des Heiligen Elias. Ein Kreuzweg führt mich direkt dorthin. Der Blick auf die Bucht von Trogir ist einzigartig. Am Hafen von Sackett liegt das Restaurant Frankie. Es ist bekannt für seinen guten und frischen Fisch.
Das Küchenteam arbeitet voll konzentriert. Scampi, Jakobsmuschel, Tintenfisch, Goldbrasse und Wolfsbarsch. Eine Augenweite, diese Fischplatten. Hätte ich gewusst, dass Frankie an allem, was das Mittelmeer so hergibt, so auffährt, hätte ich meine Sardellen ja gar nicht mitbringen müssen. Also probiere ich jetzt genau das hier. Wunderbar. Wow. Mhm. Soll ich ihn mir direkt so nehmen? Schön, dass ich hier sein darf. Zum Wohl. Julie. Kontrastprogramm am Abend. Inmitten eines großen Feldes in den Bergen hat mich Familie Sula eingeladen. Im Ofen ihres restaurierten alten Steinhauses schmoren seit Stunden Lamm, Kartoffeln und Gemüse in einer Riesenpfanne. In der urigen Location treffen sich die Sulas regelmäßig mit Freunden zu Gesang, Essen und Trinken. Am nächsten Morgen bin ich in Marina. Iva gibt mir letzte Tipps zu Sehenswürdigkeiten, die ich mit meinem E-Bike ansteuern kann. Der Ort liegt westlich von Trogir am Ende einer langgestreckten Bucht. Das Wahrzeichen von Marina ist dieser Turm. Einst Sommersitz des Bischofs von Trogir, der Löwe sein Wappentier. Gegenüber des markanten Turmes treffe ich Jaksha vor seinem Laden. Genauer gesagt ist es der Verkaufsraum der Kooperative Marina. Ein Zusammenschluss von knapp 300 kleinen Produzenten von Olivenöl, Tafeloliven und Feigen. Normalerweise hältst du die flache Hand für eine Minute über das Glas. So kann das Aroma nicht entweichen. Und schon steht der Verkostung nichts mehr im Weg. Mmh. You like it? Yes. Sehr fruchtig und hat einen leicht bitteren Abgang, aber das ist ja dann das Gute. Chevelie. Weiter geht es durch das hügelige Hinterland. Was für ein Ausblick. Da unten liegt Sevit, ausgedehnte saubere Sandstrände auf der herzförmigen Halbinsel. Von Marina starte ich mit einem 400 PS starken Motorboot zu einem ganz besonderen Erlebnis. Und ja, ich darf das Boot sogar selbst mal steuern. Ich bin jetzt gerade mit dem Schnellboot zu einem ganz besonderen Ort gefahren, und zwar zu einem Unterwassermuseum. Hier unten gibt es über 50 Skulpturen und die schaue ich mir jetzt mal an. Da sind sie, die Skulpturen. Sie gehören zu dem weltweit einzigen Kreuzweg unter Wasser mit 14 Stationen. Höhepunkt ist die 8 Meter hohe Jesusstatue. Die Betonfiguren sind alle handgefertigt. Das war echt toll, wie plötzlich diese Figuren auftauchen und durch diese verschiedenen Wasserströmungen denkt man sogar, sie bewegen sich und sie sprechen mit einem. Natürlich spielt Wassersport an der Küste Mitteldalmatiens eine große Rolle. Die Marina Agana in Marina ist ein beliebter Ausgangspunkt für Segelturns durch die faszinierende Inselwelt der Adria. Das Restaurant La Barca ist bekannt für sein hochwertiges Angebot an frischem Fisch, wie zum Beispiel Zahnbrasse oder Scampi. Die Marina Trogir sitzt zahlreicher Charteragenturen für Segelreisen. Auf 54.000 Quadratmetern bietet der Yachthafen 230 Meeresliegeplätze. Das Restaurant Bozzell ist eine weitere gute Adresse für Fischspezialitäten. Mit 400 Wasser- und Landliegeplätzen gehört die Marina Baotic in Szeged zu den modernsten Marinas in Kroatien. Ob Hotels, Ferienhäuser oder Campingplätze, das Angebot an Unterkünften in Mitteldalmatien ist umfangreich.
Das Marinus Beach Hotel besticht durch seine exklusive Lage an der langgestreckten Bucht von Marina. Außergewöhnlich, einige der insgesamt 30 Zimmer haben einen eigenen Pool. Im Restaurant mit einzigartigem Panoramablick aufs Meer genießen Sie gehobene kroatische Küche und erlesene Weine aus der Region. Das Hotel Stazia in Kastel Lukčić ist ein ehemaliges historisches Landhaus unmittelbar am Wasser. Ins Auge fallen die farblich abgesetzten Balkone zur Meerseite. Yes. 45 Zimmer sind nach der Renovierung entstanden. Der Blick von hier oben, einfach traumhaft. Das Brown Beach House in Trogir war früher eine Tabakfabrik, heute Hotel mit 57 Zimmern. Der Salon im angedeuteten Kolonialstil. Der exklusive Spa-Bereich lädt zum Entspannen ein. Ganz in der Nähe liegt das Hotel Bifura Heritage, ein venezianischer Palast aus dem 14. Jahrhundert. 2016 komplett entkernt, sind jetzt 17 individuelle Zimmer entstanden, jedes ausgestattet mit liebevollen Details. In Szeged liegt das Hotel Ola, 50 Zimmer, alle mit Meerblick. Das Hotel Medena hat sogar 500 Zimmer, eine weitläufige Anlage inmitten eines Kiefernwaldes mit Pools und Sportplätzen direkt am Meer. Wem der Sinn eher nach Ferienhaus steht, Home Sweet Home in Marina ist ein altes Bauernhaus, das die Besitzer nach ökologischen Gesichtspunkten saniert haben. Die Villa Pescatore in Okrug ist ein Paradebeispiel effektiver Ausnutzung kleiner Räume. Das frisch renovierte Feriendomizil war früher ein für die Region typisches Fischerhaus. Wer es eher modern mag, könnte sich in der Villa Paloma Blanca in Szeged wohlfühlen. Campingfreunde kommen in der Region ebenfalls auf ihre Kosten. Der Campingplatz Labadusa in Okrug ist eine Ruheoase für Naturliebhaber inmitten eines aufgelockerten Kiefernwaldes. Andreas, Steffi und Lara aus Landsberg am Lech sind auf der Rückreise von Griechenland und haben sich für 3 Nächte eingebucht. Der Campingplatz Rožac, ebenfalls auf Čiovo, ist bekannt für seinen schönen Strand und die Familienfreundlichkeit. Hier gibt es sogar eine kleine Olivenplantage, die die Gäste selbst bewirtschaften können. Und auch der direkt am Meer gelegene Campingplatz Belvedere in Szeged kann beim Wohlfühlfaktor punkten. Nun ist unsere Reise schon zu Ende und ich hoffe, es hat Ihnen genauso gefallen wie mir. Die Region Trogir mit ihren beeindruckenden Kastellen, der spektakulären Natur und den gastfreundlichen Menschen ist immer eine Reise wert. Also, vielleicht sehen wir uns ja hier wieder im schönen Kroatien. Ihr Falk Willi Wild.